Ich mag eine hohe, unaufgeregte Art, einfach zu sagen, was richtig ist. Ich wünschte, ich wäre auch so gut. Sie hat schon gesagt, wir haben heute sehr viel über Edward Snowden gesprochen. Jetzt ist auch einmal Shazia Manning erwähnt worden, die in Gefangenschaft sitzt, weil sie die Wahrheit gesagt hat, weil sie nicht hinnehmen konnte, dass Verbrechen begangen werden und ungesühnt bleiben. Ja, ich habe es versucht, unaufgeregt zu sagen, wenn ich das mache, dann klappt das nicht so gut. Ja. Wir müssen uns in diesem Land auch mit dem Thema Whistleblowing beschäftigen. Whistleblowing heißt nicht, dass jeder, der gerade Brast auf jemanden hat, dem anderen irgendwelche vertraulichen Details mitteilt. So einfach ist es nicht. Es gehört dazu, dass man auch etwas in die Waagschale legt, wenn man Vertraulichkeitserklärungen bricht. Das sollte man im Hinterkopf haben. Sehr viel in unserem Land läuft darüber, dass sehr viele Leute was wissen und etwas nicht sagen. Zum Besten, ich sage auch nicht alles, was ich weiß, weil es geht euch nichts an, was für eine Unterwäsche meine Freundin gerade trägt oder sonstige Sachen, die behalte ich für mich. Auch andere Sachen, auch wenn ich weiß, der eine hat mir etwas anvertraut, was er politisch machen will, der andere ebenfalls, dann halte ich auch die Klappe, wenn ich drum gebeten werde. Wenn ich aber weiß, da wird ein Verbrechen begangen, dann werde ich dieses Vertraulichkeit brechen. Dann werde ich auch was sagen. Edward Snowden zum Beispiel und Shazia Manning haben ihr gesamtes Leben in die Waagschale geworfen. Heute extra eingeflogen zusammen mit noch ein paar Freundinnen ist Parker Higgins aus den USA von der Electronic Frontier Foundation. Mein Englisch ist furchtbar, ich weiß. Begrüßt ihn mit einem tosenden Applaus. Es sind schon viele Leute nach Hause gegangen nach dem Umzug. Ihr müsst also 10-mal so laut sein, wie wir es eben waren, weil eben waren wir 20.000 Leute. For Mr. Parker Higgins. Hallo Technik, wir brauchen ein zweites Mikro. Hallo. Hello, everybody. It's very exciting to be here today among so many people that are here to celebrate freedom and who recognize that freedom is not something the government has to give us. Es ist sehr aufregend. Hallo, ist das Mikro an? Ja. Es ist sehr aufregend, hier unter so vielen Leuten zu sein, die die Freiheit feiern und die verstehen, dass Freiheit nicht etwas ist, was Regierungen uns geben oder gewähren. No, freedom that comes from a false sense of security, freedom that is formed out of fear, that's no freedom at all. Freiheit, die aus einer falschen Sicherheit kommt, Freiheit mit Angst, das ist überhaupt keine Freiheit. I work in San Francisco for an NGO called the Electronic Frontier Foundation, or the EFF. And we work in San Francisco and through the country and around the world to defend people's human rights online. Because we believe that you shouldn't have to give up your rights just because you're using a computer. Parker arbeitet in San Francisco für die Electronic Frontier Foundation, eine Nichtregierungsorganisation, die weltweit die Menschenrechte online verteidigt, weil sie meint, dass Menschenrechte nicht etwas sind, was man aufgeben sollte, nur weil man einen Computer benutzt.
For the last 5 years, my colleagues at the EFF have been suing the US government over its illegal spying programs. We've built a case that these programs violate our own constitution, but of course, the problems run far deeper than that. These are basic human rights at issue. In den letzten 5 Jahren haben Parkers Kollegen die US-Regierung verklagt, weil sie der Meinung sind, dass die Überwachungsprogramme der US-Regierung ihre eigene Verfassung verletzen. Aber die Probleme sind natürlich noch tiefer und grundsätzlicher. Es geht hier wirklich um grundsätzliche Menschenrechte. It is an affront to human dignity to live under dragnet surveillance. It is offensive to suggest that any country should record the private actions and communications of people all over the world. And now we've seen that the NSA and its criminal partners all over the globe have attacked the very integrity of our basic communication networks. The internet, which can be a powerful tool for peace, can bring the world closer together. It has been co-opted and militarized. We must take it back. Es ist einfach ein grundlegender Verstoß, wenn man unter einer Rasterüberwachung, unter einer grundsätzlichen flächendeckenden Überwachung leben muss. Das geht an die grundsätzliche Integrität heran. Das Internet, das im Grunde eine Kraft für Kommunikation, für Frieden ist, ist hier kooptiert worden für einen militärischen Zweck. Snowden was a whistleblower. And his revelations have surprised us only in the scope of the spying they revealed. We already knew that the NSA was abusing its secret powers. But really, no agency should have such widespread secret powers. We need to rein in these programs and to prevent other surveillance regimes from simply filling their place. And in order to do that, we need to do 2 things. We need an informed citizenry of the world, and that begins with whistleblowers. We need to know what exactly it is that the governments think they have the right to do in our names if we hope to tell them otherwise. Snowden war ein Whistleblower. Wir haben gewusst, dass es Überwachung gibt, aber wir waren überrascht von dem Ausmaß dessen, was dort enthüllt worden ist. Keine Institution sollte so weitgehende Rechte haben. Wir müssen also diese Programme einschränken. Wir müssen verhindern, dass andere Regimes oder andere Programme an deren Stelle treten. Was brauchen wir dafür? Eine informierte Bürgerschaft. Wir müssen auch wissen, was eigentlich die Regierungen glauben, tun zu können, damit wir ihnen sagen können, dass das nicht so ist. And then we need to bring policies into line with international law and human rights. We can't allow governments to invade the privacy of billions just because it is now technically possible. At EFF, we've worked with over 200 other NGOs around the world to enumerate exactly how human rights should interact with technology. And I'll give you a hint, it doesn't look like it looks now. Wir
wir müssen die Politik wieder in Einklang bringen mit dem internationalen Recht und mit Menschenrechten. Und wir können nicht akzeptieren, dass die Privatheit, die Privatsphäre von Milliarden von Menschen verletzt wird, nur weil das technisch möglich ist. Die EFF arbeitet mit 200 anderen Organisationen etwa zusammen, um herauszufinden, wie Technologie und Menschenrechte in Einklang gebracht werden können. Und was man jetzt schon sagen kann, das ist nicht die Art und Weise, wie es jetzt geschieht. It is a source of shame for me today, as an American, to know what my government is doing in my name. But today, I am among my real people, people who believe in freedom and can stand up to the fear that my government wants to spread. And today we're saying to the world that we will not accept an NSA, a GCHQ, or a BND that acts simply as a Stasi 2.0. Als Amerikaner beschämt es mich, hier zu stehen und im Wissen, beschämt es Parker, zu stehen und zu wissen, was die Regierung in seinem Namen tut. Aber er sagt, dass er heute unter seinen wirklichen Leuten ist, seinem wirklichen Volk. Das sind diejenigen, die in Freiheit glauben, die an Freiheit glauben und die gegen die Angst aufstehen. We here know that a sprawling secret global surveillance system is not the way to spread freedom. And we hear the thousands of us in the street today, we are fighting back. Thank you. Wir akzeptieren nicht, dass eine NSA, eine GCHQ oder ein BND sich zur Stasi 2.0 entwickeln. Und wir lassen es nicht zu, wir akzeptieren nicht, dass ein sich ausbreitendes, auswucherndes Überwachungssystem ein Weg ist, um Freiheit zu verbreiten. Und dafür stehen wir hier vor der Welt auf. Und vielen Dank dafür.